So, liebe Leute, geht weiter geht's mit Need for Speed, Hot Pursuit und wir machen heute weiter mit den Cops. Was haben wir denn Schönes in der Hand heute? Ja, oh, wir haben Hot Pursuit. Machen wir das doch. Und zwar mit dem Porsche Panamera Turbo. Let's go. Wir sollen 6 Verhaftungen sind 10.000 Kopfgeld, 4 Verhaftungen 6.000 und 3 Verhaftungen 3.000 Kopfgeld. Wir haben dafür 6 MBs und 4 Straßensperren. Ah gut, okay. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Naja. Gott, bis hier bin ich eigentlich immer relativ gut. Normalerweise, bisher ist mir, glaube ich, noch kein Ankommen. Aber, naja. Einmal ist immer das erste Mal. Hoffen wir mal nicht. Heute. Let's go. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Cascade Terrace. So, geht los auf jeden Fall. Wie gesagt, 6 Autos sind das. Insgesamt 3 brauchen wir Minimum, um die Aufgabe zu erledigen. Alle Kontakt. Straßen. Verstanden. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Komm mal her, mein Freund. Straßensperre zu, zur Verhaftung. Na gut, PMP hat verfehlt, aber der Erste hat gesessen. Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Seid vorsichtig. Alle Einheiten, Freigabe PMP-Einsatz. Wiederhole, EMP freigegeben. Over. Hier hat sich schon gut. Hier hat sich leider verabschiedet. Bestätigen. Straßensperre ist in Position. Alle Einheiten. Freigabe für EMP-Einsatz. Hier Straßensperre. Ein Verkehrsunfall ist. So, damit hat es den auch erledigt. Habe einen Strafzettel ausgehändigt. Energie aktiviert. Ziel wird erfasst. Und der NMP hat es auch gestellt, um die Aufgabe erledigt zu haben, nämlich 30 Tickets pro Jammer. Sogar komplett. 4 von 6 und 4 noch 2 Autos. Alle Einheiten, Strafensperre bereit. Erwartung weitere Anweisungen. Straßensperre Medizin 50, alle vorrücken. Ja, war mir fast klar, weil ich bis die Karre wieder gerade hatte. Und noch 9 Kilometer. Mit 2 Autos. Die Straßensperreneinheiten sind vor Ort und auf Standby. So. Entschuldigung, für eine ist natürlich nur. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Aber der müsste es eigentlich auch relativ schnell erledigt haben, weil. Wo sind wir? Straßensperre wurde aus dem Gesicht gesetzt. Damit haben wir das Rennen erledigt. Dieser Weg wurde gefasst. An alle Einheiten Einsatz abbrechen. Gold. Ich sag ja, bisher kommt wieder keiner. Und ich liebe solche. Diese Hot Pursuit sind mir eigentlich persönlich am liebsten, weil. Ja. Gut. Check, check. Hammer. So, wir sind jetzt Stufe 5 Petroman. SCP-Bericht. Glückwunsch, Officer.
Wir sind befördert worden. Wir haben ein neues Fahrzeug jedenfalls beschafft. Das ist ein Chevrolet Corvette. Ah, das ist eine Corvette. Corvette Z06. Die uns jetzt als Cop noch. Ja. Zur Verfügung steht. So ist es richtig. So, okay. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Ob wir noch irgendwo ein Hot Pursuit haben. Ja, natürlich. Die nächste Ebene. Ich habe gerade Bock auf diese Hot Pursuit. Und wenn ich ehrlich bin und ja, schade, dass wir nicht mehr Autos kriegen, müssen wir mit dem Porsche arbeiten. Der Porsche 959 mit seinem Elektrik. So, let's go. Haben wir das Ding auf jeden Fall. Sorry, dass ich jetzt das Ding weggedrückt habe. Jetzt haben wir wieder Aufgaben. 6 Haftungen natürlich mit 10.000 Kopfgeld. Die schaffen wir vielleicht wahrscheinlich schon. Nur haben wir diesmal 6 Nagelbänder, 3 Helikopter, 6 EMP, aber keine Straßensperren zur Verfügung. Wobei der Helikopter eh nicht funktioniert. Das heißt, ja, wir haben 3 Stück. Es sollte eigentlich machbar sein, aber schauen wir mal. Eben sind sie mir nicht entkommen und heute werden sie mir auch nicht entkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber... schauen wir es nochmal, ne? So, okay. Ich habe Kontakt. Nageband einsatzbereit. Verdächtiger hat das Nageband verfehlt. Hoffentlich klappt beim nächsten Mal. Over. Achtung, wurde vorgenommen. Den ersten haben wir schon mal weg. Oder zwei? Nee, nur noch einer. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Ziel hat ein Nagelband abgeworfen. Die Situation ist äußerst gefährlich. Ja, jetzt ist mir leider zu blöd. Luftverfolgungseinheit ist hinter dem Verdächtigen her. So, wenn es das jetzt natürlich versuchen muss, wieder ranzukommen. Warum auch immer die mich so schnell orten können. War mir fast klar. Nagelband hat sich nicht verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisung. EMP aktiviert. Ziel unterfasst. Porsche gut erwischt. Kontakt! Ich hab keinen Kontakt. Nägel auf der Straße. An alle Einheiten. Seid vorsichtig. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgeschaltet. System überlassen. Seid ihr okay? Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich. Ich hätte gerne noch einen mitgekriegt. Luftverfolgungseinheit ist bereit. Und den hat das Auto mitgenommen. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole, EMP freigegeben. Over. Verdächtiger unter Reichweite, EMP. So, der kommt auch weg. Anforderungen erhalten, lernen unter eurer Position. Verdächtiger der Schnee. Alle Einheiten, Freigabe für die Einsatz. Hatte Kontakt, Fahrzeug ist beschädigt. Der Mercedes hat auf jeden Fall auch mitgenommen. Ja, scheiße, wir haben noch 7 Kilometer und ich krieg die nicht. Die Luftverfolgung bestätige Trefferverdächtiger, bewegungsunfähig.
drecksverfickte Karre da, ey. Verfolgung ist unterwegs zur Lakeside Avenue. Oh, du warst erwischt. Skyline. Alle Einheiten, Freigabe für 10-6-7 erteilt. Ich wiederhole, Freigabe für Ladebänder, over. Verdächtiger wurde mit einem Strafzettel und Bußgeld verwarnt. Leider kein. Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Kein endgültigen Schlag, aber da ja, zwei alles umgebracht. Wacht ist ausgefallen. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr wieder online seid. Komm, 9 Kilometer, naja. Ich fürchte, dass wir das tatsächlich schon das erste Mal verzichten, dass ich... So, den nehmen wir noch mit. Satellitenverbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Auf Lichtkontakt Das war's. Achtung, alle Einheiten. Der ist mitgekommen. Scheiße. Einer weg. Das war das erste Mal, dass mir einer ankommen ist. Schade. Naja, egal. Bei mir auch die vor allen Dingen die Dings, der Heli nichts gebracht hat. Nur einen habe ich nicht den Heli bekommen. So, den Porsche haben wir kassiert, aber den letzten, der fehlte uns dann tatsächlich noch. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Racern.